Run, run, Berker, hey! Nach dem Holperstart in die Saison wollte Jena im Poststadion natürlich den eigenen Anspruch, ein Aufstiegskandidat zu sein, untermauern. Und die Thüringer hatten in der ersten Viertelstunde auch mehr vom Spiel, der BAK zunächst mit ein paar Startschwierigkeiten. Und nach 13 Minuten schon die Riesenchance für Jena, aber Höttecke klärt gegen Tino Schmidt. Erst allmählich nahmen die Berliner Fahrt auf. Freistoß in der 17. Minute. Bilal Çubukçu prüft Jenas Schlussmann Tino Berbig. Eine Minute später, Freistoß auf der anderen Seite. Hereingetreten von Marcel Schlosser und Matthias Pessolat ist da und macht das 1:0 für die Gäste. Aber als wäre das der nötige Weckruf gewesen. Der Berliner AK kam jetzt so langsam besser in Schwung. Bislang fehlten aber noch die Konzentration und die Passpräzision, um Jena endlich wirkungsvoll unter Druck zu setzen. So wie nach einer halben Stunde Spielzeit. Christian Simon mit dem Pass. Mit etwas Glück kommt der Ball durch zu Kian Soltanpur. Der Goalgetter fackelt nicht lange und sorgt für den viel umjubelten Ausgleich. Endlich war die Entschlossenheit da und dann klingelte es auch im Kasten der Jena. Der BAK jetzt am Drücker. Die Berliner wollten die Führung noch vor der Pause. Soltanpur mit der Chance im Strafraum. Er gibt klug zurück auf Sabadest. Henning Lichte mit der Chance. Doch bis dahin war Keeper Berbig wieder auf dem Posten. Doch die Berliner jetzt mit Powerplay. Simon gibt den Ball flacher rein und Omid Sabadest knallt ihn aus einem Meter an die Latte. Was für eine Chance. Das hätte die Führung für den BAK in der 40. Minute sein müssen. Auf der Gegenseite können Rocco Teichmann und Otan Cepsi mit vereinten Kräften gegen Jenas Tino Schmidt klären. Es blieb schließlich beim 1:1 zur Halbzeitpause. Doch auch nach Wiederanpfiff hatten zunächst die Thüringer mehr vom Spiel, blieben aber ungefährlich. Dann aber ging es langsam wieder in die richtige Richtung, vor allem über den schnellen Sabadest. Dreh- und Angelpunkt im BAK-Spiel war natürlich wieder Bilal Çubukçu. Sein Schuss nach gut einer Stunde stellte Gästekeeper Berbig durchaus vor Probleme. Jena stand kompakt im Poststadion und war stets gefährlich. Geißler hier mit der Riesenmöglichkeit, aber zum Glück steht Rocco Teichmann richtig und klärt auf der Linie. Glück für den BAK in dieser Szene. Aber dann, in der 72. Minute, da trifft er, der Tom Geißler, ins BAK-Tor aus knapp 50 Metern, Marke Tor des Monats. Und Marcel Höttecke, der knapp 2 Meter lange Berliner Torwart, sieht da natürlich unglücklich aus. Erneuter Rückstand also gegen Jena und das durch diese Bogenlampe. Der BAK stemmte sich jetzt natürlich gegen die Niederlage. Auch Çubukçu versucht es mit einem Heber, aber der landet diesmal nur auf dem Jenaer Tor. Und noch 5 Minuten zu spielen, energischer Sturmlauf von Soltanpur über die rechte Seite. Scharfe Reingabe vors Tor, aber keiner war da mitgelaufen, um den Fuß reinzuhalten. Schade. Kurz vor Schluss probierte es Kapitän Henning Lichte nochmal aus der Distanz. Der BAK warf jetzt alles nach vorne, Christian Simon mit der letzten Chance aber gehalten. Es half alles nichts mehr. Der Berliner AK kassiert gegen starke Jena die erste Saisonniederlage. Wie immer, BAK spielt starke Mannschaft, wir spielen zwar gut, aber wenn man vorne die Dinger nicht macht, dann kriegt man mal hinten einen. Und natürlich hatten wir heute einen Pechtag, dass es ein Freistoß, sehr unnötiger Freistoß reingeht und einen von der Mittellinie einen Schuss. Ansonsten denke ich, dass sie nicht so eine Chance hatten, aber ja, wir haben uns selber das eingespielt sozusagen. Ja, die Erklärung aus meiner Sicht ist die fehlende Konsequenz in den Aktionen. Sei es bei der Passschärfe, aber auch in der Konsequenz, mal einen Angriff zu Ende zu spielen. Und ja, manchmal hat man halt Pech und dann trifft man halt aus 1 Meter nur die Latte und dann hat man auch kein Glück bei so einem langen Ball. Ich weiß nicht, warum das heute alles auf einmal gelaufen ist, genauso wie letzte Woche, dass wir
in der letzten Sekunde den Ausgleich kassieren. Irgendwie sind wir jetzt gerade so einer Phase, wo Fortuna nicht auf unserer Seite ist. Aber auch wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Und das bedeutet für uns weiterhin hart arbeiten, konzentriert arbeiten. Und das, was vielleicht in letzter Zeit immer so geklappt hat, dann noch konzentrierter das Ganze dann umsetzen. Auch wenn die 1:2 Niederlage letztlich durch einen Sonntagsschuss besiegelt wurde, vom Trainer gab es keinen Vorwurf an seinen Torhüter. Klar, wenn so ein Torwart so einen Ball reinbekommt, sieht es immer scheiße aus. Aber wir hatten ja auch von einem modernen Torhüter, dass er immer ein bisschen mitspielt und dann auch ein bisschen vorrückt. Und wir brauchen ja nur mal Manuel Neuer gucken als Nationaltorhüter, wie viel er so einen Singer kassiert hat. Ja, klar, es ist ärgerlich, dass es dann spielentscheidend war. Aber das sehe ich jetzt nicht als besonderen Grund, um jetzt einen Vorwurf zu machen. Jena gewinnt also das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost im Poststadion mit 2:1. Nach der ärgerlichen Heimniederlage heißt es nun an der Lehrter Straße für den BAK, sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren und so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. BAK, run, run, BAK.